Das schon mal, okay. Ich weiß nicht, ob ich wieder Assassins im Early mitnehmen will. Es gibt halt Shrink Ray, also man könnte auch Lowstar Assassins zocken. Ex oder, okay, wir können auch Anti-Mage mitnehmen. Witch Doctor und Anti-Mage Richtung Elfen-Strat. Die Krieger Early fühle ich nicht mehr so wie damals. Vor allem nicht, wenn Shrink Ray gibt und man halt vielleicht auf Shrinken will. Dragon Game. Werde ich wieder von allen Seiten gehatet, wenn ich Dragon spiele. Weil Dranks ist für mich auch immer so ein Ding. Ich feiere Dranks deutlich mehr, wenn es einen Techies noch gibt. Ich habe immer Angst vor Assassin-Spielern. Da sind Dranks nämlich nicht so geil. Außer mal hat ein Techies in der Backline stehen. Deswegen habe ich das vorgeschlagen. Dachte ich mir schon. Wir brauchen eine extra Runde. Er kommt nur extra 20 Minuten. Er bekommt nur, oh Gott. Sehr neues. Ja, Hauptsache er ist fertig. Da warten wir noch lieber länger. Demon Warlock. Oh, Demon Warlock. Warte mal, gab's Sven? Es gibt ja nicht mal einen Sven. Irgendwann muss ich mal wieder demnächst irgendwie so eine Runde mit Demon spielen, mit dem Sven mal tryen oder so. Wenn es den gibt als Legendary noch fürs Late. Dann hat Warlocks und Beasts, habe ich auch schon 1000 Mal gespielt, ne? Ich hätte Bock auf eine Shrink Ray Runde jetzt eigentlich, aber ich müsste jetzt da gucken, ob es sich ergibt. Diese am besten, wenn ich mir den Anfang so anschaue, wären die Shrink Ray 3, also Elfen mit dem Sniper dazu, mit Dwarfs dazu, ne, ihr wisst, was ich meine, für eine Strat wäre die eigentlich sinnvoll. Oder Goblins, ich meine, Goblins haben jetzt auch nochmal 2 Stück im Roll, wir haben auch nochmal Luna im Roll. Das wird nix und der Assassin wird wahrscheinlich auch nix eigentlich. Nein, ich will nicht Warrior spielen. Was gibt's denn hier? Oh, Attack Speed ist immer nice. Ja, die Evasion ist auch gut. Ist auch gut. Der nächste Roll entscheidet jetzt so ein bisschen. Ich muss mich nach dem Roll entscheiden, ob ich auf 10 Gold komme, ob ich auf Goblins gehe oder auf Elfen. Mal gucken, was im Roll jetzt kommt. Ja, gut. Ich glaube, ich habe mich trotzdem auf die 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Fühle ich alles 3 nicht. Ja, fühle ich auch nicht wirklich, aber scheiß drauf. Spielt man, ist die Dark Willow ein Ding? Spielt man die Dark Willow und den Elf in dieser Elfenkombi, in dieser neuen? Eigentlich hat man genug andere Elfen, oder? Furion, Windranger, Mirana, Luna, Anti-Mage. Und dann spielt man auch noch ein Treant. Eigentlich spielt man die Dark Willow wahrscheinlich nicht. Die spielt man mal Wizards. Ja, aber ich will ja keine. Ich spiele ja keine Wizards. Ich spiele ja mit. Ich spiele ja die Low-Dinger, will ich ja spielen. Anti-Mage ist schon stark. Ich will ja eigentlich diese Low. Ja gut, ich bin ja geil, ob ich Ding spiele oder Luna, finde ich beide kacke. Ich werde nur auf 6er Elfen gehen erstmal sowieso. Ja, das passt. Ja, ich spiele ja die Lowballs. Also wäre der Plan. Dafür brauche ich natürlich Shrink Ray, aber ich gehe jetzt extra kein Level up und sowas. Müssen wir auf die anderen noch schauen. Was spielt Dortex? Komm, Dortex, das ist nicht dein Ernst, oder? Dortex hasst mich. Dann muss ich doch auf, Mage switchen für Dortex. Ich bin gebrochen, wenn ich das hier wieder sehe. Junge, wie sie alle auf diesen dummen Shine-String gehen. Klo 9er mit Wizards vor Runde 10. Ja, das hört sich realistisch an. Gib mir mehr Knights und nicht Knights. Ich muss dich da vielleicht ein bisschen enttäuschen, aber ich werde es nicht beeinflussen können. Oh, ich muss gleich noch auf Toilette gehen. Ich war gar nicht in der Pause gerade, fällt mir mal auf. Das ist ein bisschen blöd. Das werden wir gleich nachholen, aber erstmal will ich nächste den Zug noch sehen, hier die eine Runde. Das ist ganz cool, die Leute sind recht schwach. Junge, was war das denn? Die Leute sind recht schwach. Er hat auch Giant String? Oh fuck, die Runde könnte ich verlieren, weil ich durch ihn nicht durchkomme und ich greife nur ihn an.
Wenn sie erstmal stirbt, wenigstens vielleicht kurz. Bevor sie nochmal eine zweite Ult schafft. Okay, das ist gut. Dann kommt jetzt auf Crystal Maiden und auf Windrow. Oh. War das gut oder schlecht, dass er die hintere mal wegmacht? Ja, okay, das hat auf jeden Fall gereicht am Schluss. Die Junge ist ja nicht im Stimmbruch. Sirene für Wizard. Ich will keine Wizard spielen. Mann, ey, ich sag's euch doch, dass ich keine Wizard spielen will. Warum ärgert ihr mich alle? Ich weiß gar nicht, was ich stellen soll hier noch. Mach mal den einfach rein, keine Ahnung. I bring an end to magic. Also Echo steht auf jeden Fall schon, das muss man ja sagen. Das ist der Geheimtrick. Zwei Anti-Mages in zwei verschiedene Ecken stellen, damit man zwei Ults aufhält. Guck dich an, was er jetzt macht. Er wird drumherum laufen, auf die Yina wird er gehen in der Backline. Oh nein, er geht auf ihn! Guck mal, jetzt nehme ich beide Ults raus. Ich nehme die Level 2er Bounty Hunter Ult raus und ich habe den Lycan rausgenommen. Das war einfach der Smarty Mac Smartface Move. Sehr geil. Bin stolz. Du wolltest Low spielen und da sind halt schon schön Low Wizards. Ja, aber ich will Low einfach nur Elfen spielen mit einem Sniper nachher noch dazu. Ich zeig das dir, was ich spielen will. Ihr werdet es gleich sehen, Leute. Ein paar von euch kennen die Strat vielleicht, die ist ganz geheim. Die ist ganz geheim, die Strat. Ich glaube sogar, ich lasse es trotzdem noch so drin stehen. Die Mirana macht eh fast keinen Schaden. Wenn ich jetzt gewinne, lösche ich die zwei noch. Oder ich hole eine Streak von irgendwem vielleicht. Okay, nee, hole ich schon mal nicht. Gewinnen weiß ich auch nicht, ob das reicht. Wobei ich wieder, ich sollte glaube ich wieder beide Omni-Knights rausnehmen mit der Aufstellung. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Die macht ganz gut Schaden, leider. Ja, aber das reicht nicht. Ich gebe einen Spawn noch dazu. Guck mal, der Spawn war gar nicht mal so gut. 40 Gold, Runde 9. Kann sich sehen lassen. Vielleicht nehmen wir auch Great Vault einfach mit. Ich hoffe, dass Great Vault oder Screencrate kommt. Eins von beiden muss kommen. Was, das misst man bei Elfen denn? Eins und Zweier wieder mal. Dann würde ich die Trolls wahrscheinlich nehmen. Denke ich, oder? Die sind halt günstig, gut und günstig. Oder die Orks, die sind halt für die Zweier dann eher, aber die Einser sind schon wichtiger fast. Goblins sind zu teuer. Ah ne, warte mal, Goblins sind gar nicht so teuer dieses Mal. Aber die Trolls nehme ich noch in Level 3er für nachher raus. Ich glaube, das ist cooler. Ich würde mich auf den Troll des Mists festlegen. Keinen Shrink bekommen. Ich spiele glaube ich trotzdem ohne Shrink. Ich spiele ohne Shrink. Ding hätte Shrink. Kannst auch die Knights mit Shrink Ray spielen. Time for target practice. Time for target practice. Enchanted, I'm sure. Extrem gerne. Enchanted, I'm sure. Die Streak halten, die ich gerade habe. So ist es gespielt.
überlege noch. Ich kann aber kein Level abgehen, leider. Oh, Shadowfiend. Also, Junge, dieser Mars ist so dreckig einfach. Wie unglaublich viel der mir kostet. Ich glaube, Shinestring ist ein bisschen zu OP fürs Early Game, oder? Vielleicht hätte ich doch Shinestring mitnehmen sollen. Vielleicht ist er doch besser, als ich das mir vorgestellt habe. Fürs Early Game hätte ich lieber mitnehmen sollen, als diese scheiß Dings-Boots hier. Naja, jetzt meine Streak weg erstmal. Das ist ja schon mal fantastisch. Machen wir den mal in die Mitte, damit der ein bisschen healen kann, oder? Ja, Mechs sind, glaube ich, nicht so gut wie Trolls immer noch zum Bannen. Ich glaube, Doris hat irgendwie was, wo er dann sich mehr Dinger gönnen kann. Mehr Wölfe gleich. Zehn Minuten später ist auch Wurscht dann. Okay, der Klassiker. Ja, aber die Trolls sind auch günstiger gewesen. Also, ne, gleich teuer gewesen, meine ich nicht. Günstiger, sorry, aber ich habe dafür noch Dreier ausgeschlossen für den Tree-End später. Ich glaube, das war ganz nice, noch einen Husker rausnehmen für den Tree. Aber witzigerweise spielt die Runde auch keiner Max, aber Troll spielt ja auch nie einer richtig. Wobei, Leute, spielt sogar wirklich die Runde jemand Trolls, Alter. Oh mein Gott. Wann spielt mal jemand Trolls? Das sehe ich das erste Mal in meinem Leben, sehe ich das. I don't miss. My time for target practice. Ich glaube, das lohnt sich sogar mehr. Wieso kommt denn die Luna gar nicht? Was soll denn der Quatsch? Gut, dass der Trover dabei ist, der kostet ja nichts. Ja, der Trover kostet halt 2 Gold mehr, aber Max hätten ja auch Dings, also Goblins hätten genauso 5 Gold gekostet, ne? 12 Gold gekostet. Also Goblins waren 12 Gold für das Missen und Trolls auch. Gibt's ein Late Game Assassins noch in Legendary? Also wenn ich später, könnte ich noch damit besser noch Invoker und Templar ziehen, falls ich noch irgendwie Late Game Legendaries, Elfen draufstellt. Junge, ich komme gerade wieder in so einen Modus, der mir gar nicht gefällt. Ich werde gleich wieder richtig viel Scheiße labern. Ich call's euch open early. Ich habe das Gefühl, dass ich Luna nicht spielen kann. Ich kann mir nicht alles leisten zu sammeln. Ist meine Luna im Rolltop. Wow. Chill ich jetzt einfach? Nächste Runde gehe ich eh Level up. Das wird so schwierig hier, ohne Shrinkway die Level 3er durchzuziehen. Das ist einfach platztechnisch, wird es hart Probleme geben. Es wäre gut, wenn ich 2 Furions ziehen würde, dann würde ich die einfach so hochleveln. Der Front mit Meepo hat übergangen. Wo ist denn der Meepo-Front? Gut, dass Meepo kein Mac ist. Achso. Alles gut. Sorry, manchmal muss man einfach Fronts übergehen, um nicht gefrontet werden zu können. Ich bin quasi unfrontable. Aufgrund Lostness. Hey, wie sieht's eigentlich aus hier? Hey, es wurden Leute wieder raus. Oh, die Pandas sind raus. Irgendwer hat auf die Pandas getippt gehabt. Die Pandas sind raus. Aber Gladiator sind noch drin, Leute. Die Gladiator sind noch am Start. Wir belieben. Ich habe schon als Kind in Gladiators Unterwäsche Schlafanzug geschlafen. Gladiators Unterwäsche ist aber auch gut. Enchanted, I'm sure. Hold it. Time for target practice. In green, I go. Trees are not so good with. Time for target practice. Mm-hmm.
ein bisschen weh. Aber wir müssen uns irgendwie auf Sachen committen, das bringt ja nichts. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den Furion gleich fertig bekommen soll dann. Gib mir jetzt mal Dings, damit ich schon mal zwei Dwarfs machen kann, das eine Teil bitte. Das bekommt man jedes Mal in den Arsch geschoben. Wenn man einmal das braucht, bekommt man es. Oh, ich hab's bekommen. Ist das bescheuert, Alter. Hey, Alter, nee, Mann. Roll schneller, Alter, Mann. Junge, ich geh kaputt. Ich wünschte, ich hätte hier irgendwas schon fertig, so zwei, drei Sachen, damit ich Pass für die anderen Sachen hätte. Ich will ja auch die Dinger mitnehmen, wirklich. Die Boys hier. Ja, statt der Luna muss ich halt nachher irgendwie dein Luna nur 2 spielen oder irgendwie eine Marcy oder sowas, ist ja scheißegal. Nach Level 3 sieht es halt nicht so krass aus, also vor allem Sniper als Carry, den man da gerne spielt, denn nach dem sieht es gar nicht aus aktuell. Aber gut, die anderen werde ich schon auf 3 bekommen. Ach, wie gut ich mit Shrinkray dastehen würde. Alter, und er spielt immer noch die Dinger, Alter, der Dortex. Der Typ macht mich fertig, wirklich. Enchanted, I'm sure. In green, I go. I bring an end to magic. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my... Vile sorcerers, to thy just reward. Another arrow in my quiver. Guck mal, das ist jetzt passtechnisch natürlich sehr gut gewesen. Ich weiß nicht, ob sich Shrinkware nochmal lohnen würde. Wahrscheinlich nicht. Ich sollte wahrscheinlich versuchen, einfach mit dem Family Discount die Sachen fertig zu ziehen, noch vor Runde 20. Dann maybe mit was anderem zu gehen. Sniper ist halt bitter, dass ich die Runde mit Sniper 2 spielen muss, dann so wie es aussieht. Das ist halt eigentlich Quatsch. Ich hätte gerne mal eine Chance, seine Streak zu holen. Ich weiß nicht, ob ich stark genug wäre, aber die wäre schon lecker. Gut, ich müsste bald gegen ihn rankommen, wenn ich die Marana vielleicht noch hochbekomme und Furion. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon greedy sein sollte. In Runde 20 bin ich eh spätestens greedy. Scheiß auf den Sniper und sei halt vernünftig. Ich will nicht vernünftig sein. Ich will nicht vernünftig sein. Ich sehe das überhaupt nicht ein. Wäre cool, wenn wir jetzt einfach einen LD ziehen würden. Auch einen LD und 2 Trees. Und 2 Miranas. Das wäre genau in einem Roll, wäre das möglich zu ziehen. Das wäre genau ein Roll im Zweifel. Also mal drüber nachdenken. Oder dass man Furion im Zweifel wäre, der jetzt auch schon fertig dann. Enchanted, I'm sure. In green, I go. On my way, on my way. Thanks. Ja. Graphite. Mal die Relikte für euch generell. Ja, mit Miranha 2 hat es safe gereicht. Kappa. Na, warte mal, das reicht vielleicht sogar so. Der lebt ja noch. Na, das reicht nicht. Das hätte vielleicht echt mit Miranha 3 reichen können, ohne Witz. Ja, nur, dass der ganze Anti-Mage wurde verschwendet auf diesem Clock. Enchanted, I'm sure. Hold you my pet, thanks you. Tja, jetzt könnte man vernünftig sein. Jetzt einfach 2 Level gehen.
Und es generell einfach noch, es ist einfach generell wieder Level gehen. Ja. Sollten wir machen. Hol dir noch mehr Fuhren, sind endlich Gold. Ja, habe ich echt, das habe ich echt überlegt kurzzeitig, ob ich noch weiter rollen sollte für ein Fuhren mehr, für extra Gold noch. Wären 2 Gold gewesen, also hätte ich schon mal einen Roll wieder drin gehabt davon. Die 5. plus 1 Mango, das ist ein bisschen unlucky. Das ist natürlich ein bisschen unlucky dann. Muss man ganz ehrlich sagen. Gott. Irgendwer muss den raushauen. Da hab ich ja gar keinen Bock drauf auf sowas. Da geht aber auch nur. Er ist nicht so greedy. Wenn der Family Discount. Mit Family Discount wäre ich jetzt extrem greedy, glaube ich. Ich würde gucken, dass ich nochmal richtig fett runterroll. Und wahrscheinlich wäre es ein Fehler, deswegen. Chapeau an Abogus, der unranked ist, aber die Meepo Shadowfiend Strat spielt. Fake unranked nenne ich sowas. War ja klar. Das war ja klar. Junge Dortex, was machst du mit Contract bitte, Dortex? Alter, Dortex macht jetzt keinen Quatsch mit deinem Contract, ne? Ich sag's dir. Natürlich bekommt er den Contract. Nix sagt er, dass er damit macht. Er braucht ein LD und dann ist mein Dinger draußen, dann habe ich meine Runde am Arsch auch schon wieder. Dortex macht es mal noch nicht, okay. Ja, okay, meine Runde ist am Arsch. Ich kann eigentlich minus WTF machen. Oh. Aber natürlich bekomme ich selber keinen Contract. Da hätte ich ihm erstmal den Ding früher schon vorher ausgestanden. Hätte sich für ihn viel weniger gelohnt. Scheißspiel. Relikte gönnen wieder mal nicht, wie immer. Okay, wir spielen mit einem LD. Ah, der Treant auf 3 wäre schon wichtig gewesen. Das ist so ein Easy Tank, den man normalerweise mitnimmt. Ah, ich spiele nächste Runde wieder Mage. Das bringt nichts. Das ist mit Elfen reiß ich nichts. Ich sag's euch. Mages kann man auch nicht ausschließen, weil keiner 3er Mages hat. Das hätte sogar. Oh, wir könnten noch einen Switch machen, maybe. Ich meine, wir haben ja Echo jetzt. Wir sind ja stark auf jeden Fall. Wir haben die Turn-Ups noch. Wir könnten im Late Game einen Dragon-Switch machen, zumindest. Mit Shakiro. Aber wir könnten sogar Full Dragon spielen ohne Mage. Oder mit 3er Mages halt nur oder so. Es gibt echt gute Sachen. Warlock, Shakiro, Enigma, Quap Instant, Primal Instant. Jetzt schauen wir mal, was im Late Game kommt. In welche Richtung es hier geht. Wir müssen erstmal noch ein Level Up gehen und jetzt noch die Marcy stellen für den 6er Buff. Ja, so im Nachhinein sind die Turn-Ups gar nicht so bad jetzt. Das hätte ich gewusst, dass Turn-Ups random kommen, hätte ich ja lieber nochmal. Ja, wobei ich hätte die 2 eh erstmal wieder löschen müssen. Es wären 2 Gold gewesen, die jetzt verloren gegangen sind. Kein Wunder, dass der unranked ist, der spielt voll schlecht. Ja, vor allem kein Wunder, dass der unranked ist, finde ich aber auch gut. Kein Wunder, dass der unranked ist. Geil. Aber schlecht war es von ihm nicht. Von der Echo her gesehen war das gar nicht so bad. Man bleibt bekanntlich unranked, wenn man Runden verliert. Dünn, 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 ram, bam, ram, bam, bam. In the service of Salamene. Ich werde eh gleich eine löschen müssen, irgendwann lösche ich lieber gleich. Sobald ich eine Windranger ziehe oder nochmal einen Elfen oder den, dann nehme ich lieber gleich auf die 30 Gold mit hier. Hat der denn wenigstens ein Dismiss gemacht? Der hat einen Krieger Dismiss gemacht.
Junge. Drei Units. Aber dann hätte auch zwei Stunden mit Akirdis missen machen können. Also, das ist ein bisschen teuer, oder? Hi, Mörferich. Oh Gott, meine Stimme geht gerade weg, Alter. Was ist das denn? Mach mir keinen Quatsch, die Stimme, Alter. Das kann ich heute aber gar nicht gebrauchen. Kein Wunder, dass der unranked ist. Ja, Mann, Mann. Aber in der 5 Runden wird er trotzdem eingerankt. Der ist gleich richtig eklig. Das wird auch der Typ sein, der meine Stick wahrscheinlich gleich stänzt. Da hat er einen Shadowfiend auf 2. Sorry, erstmal mein Glas gegen das Mikrofon schlagen. Die Aufstellung ist zwar komplett am Much wieder. Aber der wird mir damit easy meine Streak holen, denke ich mal. Da bringt meine Evasion nicht so viel gegen ihn. Din, 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 ram, ram, ram. Ram, ram, ram. Okay, dort, das habe ich voll easy gewonnen. Ich hoffe, das bleibt noch so. Das ist ein Sniper 2, den Mega Carry. Ja, aber der kam auch echt gar nicht mehr. Ich habe den dreimal gezogen, den Sniper, mehr nicht. Das ist schon sad. Aber gut, der gibt zumindest meiner Miran auch Dwarf Buff und so. Ein 3er Hunter gibt er mir auch. Aber das wird nachher schon schwer im Late Game, wenn ich auf Elfen bleiben sollte mit dem 3er, mit dem 2er Sniper. Jetzt schauen wir mal, was wir Late Game machen. Ist ja noch offen. Jetzt habe ich einen Sniper und ihn gezogen. Hätte lieber einen Turn-Up. Sag mal ehrlich, ich hätte lieber einen Turn-Up opfern sollen, statt das zu machen, damit ich einen Turn-Up mehr erhalten kann. Ich kann die Miran und Luna nicht löschen und ich habe Angst, dass Dortex die Luna auf Ding hochzieht. Ich habe nachher nicht genug Elfen oder so, wenn es dumm läuft. Wegen seinem scheiß Contract, Alter. Dortex hasst mich einfach, wirklich. Es gibt genug Elfen eigentlich. Ich brauche erstmal die Legendaries, muss man erstmal ziehen, dass man dann die nachher spielen kann. Die muss man erstmal bekommen. Das ist auch nicht so einfach. Außerdem halte ich meine Streak dann auch eher. Das ist schon okay. Ja, ist schon okay. Ja, ich habe die ja wohl gut gezogen. So ist es ja nicht, Dortex. Ich hab die ja wohl seit Runde 2. Ich hab die seit Runde 1 gecallt, dass ich die spielen will. Ist jetzt ja nicht so, dass ich die so auf einmal umgeswitcht hätte, obwohl du schon die ganze Zeit hattest. Das ist irgendwie besser als ich. Ich hatte die auch besser als du am Anfang schon. Ja, du hast nur eine zweite Stunde. Das war auch mal Knights gegangen. Wär's halt mal auf Knights gegangen. Mal gucken, ob wir einen Switch in die Richtung hinbekommen. Das wäre eine Option noch. Aber eigentlich habe ich voll viel Level 3er Elfen schon auch. Man könnte auch einfach damit versuchen, die zwei Legendary Undead zu rollen. Gibt es einen Undead Elfen? Ich glaube nicht, oder? Mir jetzt keine einfallen. Hey, was wurde jetzt hier dismissed? Nipo. Jede Runde runternehmen, überanstrengend. Aber ich will den safen Roll halt haben. Ich weiß nicht, ob Miranda jede Runde überlebt. Kommt irgendwo einer mit der Set. Ja, wobei Miranda sollte ja fast am safesten überleben sowieso, aber
Irgendwann stirbt die mal, dann überlebt so eine Wind Ranger, dann gebe ich halt der Wind Ranger das Buch. Die Mühe kann man sich ja schon machen, um die Runde was zu reißen. Du magst Edgar nicht? Hey, Ray Mark Reiter! Bestimmt voll falsch gesagt, bestimmt, also gibt es voll Sinn der Name. Vielen Dank für deinen Follow, willkommen in den Paulanern. Ihr geht raus. Erdbeermilch, du magst Erdbeermilch? Ehre, danke für deinen Follow. Noch anletztes Mist für Feed Rolls. Das ist mal ohne Witz, funktioniert das theoretisch? Jetzt rein theoretisch funktioniert das. Ab einem gewissen Betrag wird es sich ja lohnen. Für die Wissenschaft. Nee. Ich lasse das lieber, nee. Hat das getestet, hoffe, dass nur IOs kommen, okay. Aber kam dann. Das Thema hatten wir doch schon mal sogar vor einer Woche oder vor eineinhalb Wochen oder so. Ich hab schon wieder komplett vergessen, dass wir über das Thema schon geredet haben. Oh, ich gewinne sogar gegen den Typen, das ist krass. Du hättest jetzt aber zwei haben sollen, oder? Sicher, dass es geht. Vielleicht muss ich es ihm vorher geben. Bevor Winner dran steht. Jetzt habe ich es ihm ja gegeben, bevor Winner dran stand. Dann habe ich jetzt zwei wahrscheinlich. Ja, ich habe es ihm, glaube ich, zu spät gegeben, gerade wahrscheinlich. Ach, ich lasse es einfach wieder drauf. Ja, nee, ich gebe es einfach pünktlich. Ich habe sie, glaube ich, unpünktlich gegeben gerade. Ein bisschen zu spät. Wenn ich schon, bevor die Gegner alle tot sind, bevor Winner dran steht wahrscheinlich, dann muss ich ein bisschen drauf achten. Darf ich halt nicht so ein langsamer Rentner sein. Hallo Michi, moin moin. Bin auch mal wieder am Start, sehr nice. Freut mich, dass sie hier sind, Mr. Michi. Michi! Im Zweifel hole ich mir mit dem Dark Heart vielleicht einfach irgendwie Necroforce oder ein Ding auf Level 10, dann spiele ich da nicht Sniper, scheiße auf die Hunter und spiele dann einfach einen. Versuche mir ein Legendary noch zu holen auf Level 3. Ja, auf Level 2, auf Level 3 wäre auch gut. Weil die Hunter ganz nice sind gegen Dortex, wenn die True Evasion piercen. Ach, wieso muss Dortex genau die Streak holen, Alter? Genau der Dortex musste holen. Da werde ich aggressiv. Wir unbedingt noch. Na, warte mal, der kann nichts großartig fertig ziehen, ne? Für was rollt er denn? Ich kann noch was reinstellen, sehe ich gerade. Was stelle ich noch rein? Pack. Ich freue mich, dass du am Start bist, Michi. Es ist mir eine Ehre. It's a pleasure to me. Treat wurde removed. Das geht's aber richtig los. Oh, okay, ich dachte irgendwie, dass sich mehr lohnt. Bin ganz ehrlich zu euch, ich habe mir da irgendwie mehr drunter vorgestellt. Was bekommt man nochmal für Prime mit 100.000 Paulis? Du bist in der 100k-Liste drin und kannst damit flexen, indem du Ausrufezeichen 100k reinmachst. Das ist alles. Das ist einfach der Flex, dass du so viel Paulis gesammelt hast. Junge, das kam jetzt so schnell. Ich guck so rein, der hat's instant. Das überzeugt mich.
Lieben Chat Graphite, vielen Dank, dass die 100.000 Paudis gesammelt haben. Liebe geht raus. Oh Gott, der Typ ist überstark. Wir werden alle sterben. Liebe geht raus, vielen, vielen Dank, dass die so lange am Start sind. Und dass die überzeugt von unseren Produkten sind. Ich geh kaputt, ey. Ja, ich höre auf, die Dark Dinger jetzt zu sammeln. Die Dark Dinger, das bringt alles nichts. Die Dark Dinger sind alle wasted. Ich weiß nicht, Radiance hätte ich gefühlt, wenn ich jetzt einen harten, krassen Treant gehabt hätte oder sowas, hätte ich Radiance gefühlt, aber so wie es bei mir jetzt war, habe ich es gerade gar nicht gefühlt, ehrlich gesagt. Und ich bin zwei Items gegen Dortix auf dem Feld von ihm. Ja, das wird eine spannende Endphase hier anscheinend. Ich guck mal kurz, ob ich irgendwie... Oh, die Templar ist natürlich cool jetzt auch noch. Bekomme ich Legendaries hin oder bekomme ich Legendaries gar nicht hin? Nico einmal. Ja, okay, damit hat sich das erledigt. Die wäre das Beste noch. Bevor Ding stirbt, auch am besten der Dortix. Ja, aber ich muss zumindest gegen dich überleben. Dann bin ich ja schon happy, dass ich vor dir gelandet bin. Das ist alles, das ist mein ganzes Ziel, das ich habe in dieser Runde noch. Wie kann ich denn gegen Tiers am... Nächstes Mal Tiers bin ich tot. Ich glaube, die Beasts so stark gegen mein Team sind. Vielleicht, wenn wir Glück haben, macht der Abogast den Tiers raus oder so. Ich weiß nicht. Junge, I'm gonna win this, sagt er. Ist der Lust. Das feiere ich schon wieder ein bisschen. What is this? A game of some sort? Das ruft sind kein nur semi-gut Englisch. Das dachte ich mir schon fast. Little sagt er. Geil. I got it. Okay, jetzt hat er es verstanden. Okay, wir müssen jetzt Graphite da noch reinpacken. Irgendwie kommt Dortix aber gar nicht gegen den Maltiers dran, habe ich das Gefühl. Wieso gewinnen alle? Ich muss kurz in den Chatbot reingehen und das, den guten Graphite reinmachen. Commands. 100.000, Edit. So, müsste passen, oder? Ehre nochmal. Du müsstest in dieser Liste jetzt ganz am Ende mit am Start sein. Wenn ich dies richtig beurteilt habe. Gerne, ich habe es ja beim Command gemacht. Oh mein Gott, was ist hier los?
Das Teleskop ist ja eigentlich egal, das muss nur irgendein Fernkämpfer haben, das kann ich jedem geben. Ah ne, warte mal, der ist ja dann auch, der auch dann den Dwarf-Buff selber, das ist doch nicht egal. Dann da gebe ich es doch ihr. Oh, warte mal, damit könnte ich den Sniper umgehen mit dem zweiten Teleskop. Ich nehme auch den Hunter. Hm. Eine Runde kurz drüber nachdenken. Ob ich das möchte. Oh, der Abogus ist raus. Das ist interessant. Wäre gut, wenn er Dortex raushauen könnte. Das ist sehr gut. Das ist doch sehr gut. GG. Theoretisch brauche ich den Sniper nicht mehr, ich könnte dafür irgendwas anderes noch einstellen. Ich wüsste nun gerade nicht, was das so richtig sinnvoll wäre dafür. Ich muss einfach nur die Tempel überleben gegen ihn, dann bin ich good to go. Mindy hat BKB. Yes. Nice, wir haben die Runde echt noch geholt. Hätte ich niemals gedacht in 100 Jahren nicht, GG. Hätte ich in 100 Jahren nicht gedacht. Sehr, sehr, sehr nice, Boys. GG. An die Zuschauer. Lassen Sie gerne ein Like da für diese wundervolle Runde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein mit 9er Elfen. Das erste Mal im Leben gefühlt.